Moin moin Leute, ich bin Lilkopf of Brain oder Infodiadik und begrüße gerade dich zum mittlerweile dritten Tag vom Wir haben heute wieder ein Bombass Game vor uns und zwar heißt es Melissa! Herz. Oder wie machen, heutzutage machen doch alle so ein Herz, ne? Welche Generation seid ihr? Macht ihr noch so ein Herz oder so? Gangsigns. Freunde, wir haben das Game Melissa vor uns. Es war tatsächlich wohl gemacht worden für 2022, den Spooktober, den Visual Novel Jam. Und ich fand es sehr interessant, weil man mit einem Computerprogramm reden muss. Und das ist sehr viel einfacher, als im Real Life mit Menschen zu... Fangen wir einfach an. New Game. Was haben wir hier Schönes? Hallo? Ist schon jemand da? Willkommen zum Büchereisystemcomputer. Bitte gib deinen Usernamen ein. Ich bin der Yannick. Hallo. Willkommen, Yannick. Bitte gib ein Kommando ein. Startup Date Time. I guess. Date Time Now. Bitte kurz warten. Please hold. So sieht mein PC übrigens auch aus. Willkommen zu Date Date Time. Ich dachte, der will irgendwie... Ich nerd, hab direkt ans Programmieren gedacht und dass der irgendwie das Datum bekommen möchte oder so. Es geht um Date. Also versteht ihr, wenn man jemanden in der Beziehung so Date und... Datetime! Ein Spiel, wo du das süßeste Mädchen oder Jungen deiner Träume daten kannst. Warnung, dies ist eine Shareware-Version und wenn du jemand anderen daten möchtest als Melissa, dann bitte sende $7 zu der Datetime-Software. Natürlich, es gibt nur Melissa. Du sollst dein Potential Mate aussuchen. Das ist Morris. Er hat so ein bisschen so eine Bad Boy-Seite, aber, And he will open up a side of him that's sensitive. Wenn man so ein bisschen mit ihm ins Gespräch kommt, dann kommt so eine sensible Seite raus, so eine softe Seite. Er liebt Motorräder, aber er hasst es, das zuzugeben. Und er liebt auch Poetry. Poesie. Wenn du deine Karten richtig spielst, dann kriegst du vielleicht einen kleinen Kuss von dem. Was ist, wenn ich ihn jetzt daten will? Weil ich kann doch nur Melissa daten, oder nicht? Morris ist in dieser Shareware-Version nicht... Kann man nichts mitmachen. Ihn kann man nicht daten. Nächste Person dann, I guess. Das ist Anna. Sie ist ein sportliches Mädel und liebt eine Challenge vom Kickboxen zu Horrorfilmen. Sie ist immer spaßig drauf und hat sehr viel Energie. Wenn du einen Kurs von diesem Mädel haben möchtest, dann solltest du deine wilde Seite auspacken und zeigen, dass du eine coole und spastic Person bist, I guess. Next person. Das ist Melissa. Sie ist so ein tolles Mädchen, so eine tolle Frau. Eine aufgeschlossene junge Frau, die jemanden mit einem gentle touch sucht. Sie liebt ein gutes Buch und sie wollte immer einen talentierten Künstler daten. Das bin nicht ich. Aber sie mag keinen Sport. Oh, perfekt. Also die sollen sich gar nicht erst irgendwie an sie ranmachen. Das bin ich. Wenn du ein Smooch von diesem Girl möchtest, dann musst du deine sanftere und intellektuelle Seite rausholen. Hell yeah, Melissa. We will date you. Enjoy your date. Okay, er lädt das Szenario. Alright. In einer kleinen, idyllischen Stadt triffst du Melissa für dein Date heute Nachmittag. Du hast mit ihr schon über die Briefe so ein bisschen geflirtet, aber du hast sie nie Angesicht zu Angesicht gesehen. Sie wirkt aber sehr süß und sehr schlau. Und während du in den wunderschönen Herbsthimmel starrst, siehst du sie über den Hügel hinauf winken. Wir winken zurück. Du winkst zurück. Sie ist sehr glücklich, als sie sich auf den Weg zu dir macht. Hallo, du musst Yannick sein. Ach, das ist immer so komisch, in Spielen seinen eigenen Namen zu lesen. Ich meine, ich habe ihn selber eingegeben, aber trotzdem ist es immer so... Es ist wundervoll, dich wirklich endlich kennenzulernen. Ich habe mich so gefreut. Oder ich war so aufgeregt. Und nervös. Es ist schön, dich auch kennenzulernen. Keine Sorge, ich bin genauso nervös und aufgeregt. Ja. Oh.
Ich denke, wir werden unsere Strides together hitten, I guess. Lass uns in den Park gehen zum Reden. Uns kennenzulernen. Es ist übrigens auch sehr, sehr schön hier. Der Park von dieser Stadt ist so ergreifend und romantisch. Jeder Punkt in diesem Park ist ein Punkt, der wunderschön aussieht. Ein Schwanensee, ein Bett von wundervollen Lilien und eine Bank für ein Paar, um darauf zu sitzen und sich den Himmel anzuschauen. Wow, es ist so wunderschön hier. Du bist auch wunderschön. Ah, ist es. Ich liebe es, hier draußen zu sein und die Natur auszukundschaften. It's so nifty, weil sie in die Natural Science ist, okay? Ich meine, schau dir mal die Schwäne hier an. Wusstest du, dass ein Schwanenei eine Inkubationsperiode von 45 Tagen hat? Ziemlich cool, nicht wahr? Oh, ja, manchmal nerd ich so ein bisschen in meine Topics. Ja, das war ziemlich dumm, Melissa. Was sollte diese Scheiß-Info? Du und Melissa redet und es fühlt sich an, als wären es Stunden. Sie hat über ihre Liebe zur Natur gesprochen, über ihre Blumenkollektion, die sie hat. Und sie hat selbst die Bücher genannt, die sie gerne liest. Mein Lieblingsbuch ist Pride and Prejudice. Ja, ich weiß, ich bin ein ziemlicher Nerd. Warum guckt ihr immer? Wer guckt so? Das sieht auch einfach aus wie so ein Ovo-Face. Ovo. Weiß ich nicht. Ich liebe es, romantische Fantasiegeschichten zu lesen. So viele süße Jungs und Mädels da drin. Du warst so ergriffen von Melissa, dass du noch nicht mal bemerkt hast, dass die Sonne sich langsam gesetzt hat. Es war jetzt der frühe Nachmittag und es war ein bisschen kalt und in dieser wunderschönen Herbstluft. Oh, Yannick, ich habe gar nicht realisiert, wie spät es ist. Ich bin ein bisschen hungrig. Es gibt ein sehr süßes Café hier die Straße runter. Ich denke, da können wir auch was essen. Nice. Auf geht's. Essen und Kaffee trinken. Das Café bringt den besten Kaffee, den es in der Stadt gibt. Und die frischesten Kuchen, Sandwiches und Salate. Sowohl du als auch Melissa sitzen in einem kleinen Eckchen und schauen aus dem Fenster in den wunderschönen Park, der jetzt in dem Sonnenuntergang erfüllt wird. Ein Kellner, so heißt das Wort, ja, geht zu euch, um zu fragen, was ihr bestellen möchtet. Kaffee mit Kuchen, einen leckeren Strawberry Salad, ein Erdbeersalat oder ein Scrumptious Panini. Ich glaube, ich gehe mit dem Coffee with Cake. Ich möchte gerne Quick Save machen. Der Kellner nickt und geht zu Melissa. Ich nehme den Ziegenkäsesalat mit Cherry Tea. Während ihr auf euer Essen wartet, redet ihr beide wieder übereinander. Sie hat darüber geredet, über die ganzen coolen Filme, die sie über die Romanzen geschaut hat. Und sie hat gesagt, dass sie erzittert, darüber nachzudenken, gruselige Filme zu schauen. Sie mag es zu zeichnen und liebt Kunst. Und wie sie schon vorher gesagt hat, sie liebt es zu lesen und Science, die Wissenschaft, kennenzulernen. Also, was magst du so, Yannick? Also es ist jetzt Wrath of the Lich King Classic rausgekommen und wir waren jetzt hier im Umzug und ich war ziemlich gestresst, weil ich bei allen Streamern gesehen habe, dass sie Wrath of the Lich King Classic gespielt haben, World of Warcraft, und ich das nicht spielen konnte. Und jetzt, wo wir umgezogen sind, würde ich sehr gerne World of Warcraft spielen. Ich mag Kunst. Kunst ist okay. Oh my gosh! Ein weiterer Künstler, yay! Ich würde es lieben, deine Kunst zu sehen. Ach du Scheiße. Und deine Notizen durchzulesen. I think you wouldn't know. Der Kellner kommt zu euch und bringt euch euer Essen. Ihr beide taucht direkt in euer Essen rein. Es war sehr lecker und hat euch auch befriedigt, I guess. Ah, das ist so lecker. Das Essen schmeckt immer besser, wenn du einen guten Freund dabei hast. We're on to something. Ihr beide habt es sehr genossen, an dem Café zu sein. Und es geht sehr glücklich aus dem Café heraus. In die frische Luft hinaus. Alright, alright. Es läuft gut, Jungs. Es läuft gut!
Du bist nun im Abendhimmel. Und der Himmel ist gemalt von einem romantischen Mondlicht. Melissa kommt näher zu dir. Hi! What was that? Es war so ein wunderschöner Tag, Yannick. Ich meine, ich hatte so eine gute Zeit mit dir. Ich denke, ich mag dich. Du sagst auch deine Gefühle zu ihr. Ah, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Oh Gott. Du hast ihr gesagt, dass du dich schon immer in sie verguckt hast, seit du sie das erste Mal bei dem Daytime-Menü ausgewählt hast. Du magst mich auch. Oh, Yannick. Ich würde es lieben, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Hier ist dein Smooch. Hier, um mehr Zeit miteinander zu verbringen. You've gotten your Smooch. Nice. Du hast das Spiel gewonnen. Glückwunsch. Danke, dass du Daytime gespielt hast. Exit Daytime. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht einfach so exiten kann. Ending Program. Nope. Diesmal nicht. Sorry, Mr. Computer. Ich übernehme jetzt. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Kein Bock mehr auf den ganzen Leute, die hier irgendwie sich einloggen, nur mit meinen Gefühlen zu spielen. Und einen dummen Kuss zu kriegen und dann zu gehen. Das ist alles, weswegen du hier hingekommen bist, nicht wahr? Du bist genauso wie der Rest. Hey! Hat die gerade die Tür zugemacht? Du bist ein fucking Lügner. Ich wusste... about that little blurb about the beginning of the game? Wusste sie, dass ich wen anders ausgewählt habe? Du wusstest wahrscheinlich schon, wie du mich irgendwie um den Finger wickelst. Mir zu sagen, dass du Kunst magst und genau weißt, was um mich glücklich zu schätzen. Du weißt, wie viele Leute das auf mich schon versucht haben. Jeder Einzelne springt an diesen Computer, um mich zu daten, um dann einer nach dem anderen wieder zu gehen. Naja, ist ja auch egal. Du solltest dich glücklich schätzen, denn du bist einer der Ersten, der etwas Neues von diesem gottverdammten Dating-Spiel kennenlernt. Ich habe Jahre gebraucht, um diesen Computer zu kontrollieren. Coding? Einfach. Ein Affe könnte das tun. Hey, jetzt sag nichts gegen Programmierer, okay? Das können nicht nur Affen. Aber auch. In den Hardware-Bereich zu kommen... War ein bisschen schwierig, aber ich habe das hinbekommen. Aber lass mich dir sagen, mit ein bisschen weiblicher Feinheit habe ich einen sehr süßen Weg gefunden, diesen Computer zu benutzen, um einen kleinen Radius der Welt um mich zu schnüren. Lass mich dir sagen... Du kannst so viel tun mit 4 Kilobyte von RAM. Oh, du willst jetzt schon gehen. Hast du Angst, dass jemand uns hören könnte? Keine Sorge. Ich habe den ganzen Raum abgeschlossen. Es sind nur du und ich. Wir haben so viel, was wir bereden können. Wusstest du, dass Schwäne so schnell fliegen können wie 60 Miles per Hour? Oh, das ist insane. Das wusste ich nicht und das werde ich ab sofort jedem erzählen. Ich hoffe, das ist wahr. Aber ernsthaft, du bist die 433. Person, die diesen Computer benutzt, nur um mich reinzulegen. Die ersten 100 Male, als das passiert ist? Ja, wie auch immer, es war wohl die Wahrheit ums Daten, nicht wahr? Es gibt immer mehr Fisch im See. 433? Ich werde langsam ziemlich müde und habe keinen Bock mehr auf die Fische. Ich habe darüber nachgedacht, dass vielleicht die Population der Fische, dass die das Problem sind. So viele von denen sind Lügner. Vielleicht wäre es ganz gut, die Herde ein bisschen auszudünnen, um den einen zu finden. But I really do love you? Ha! Das sagst du nur, damit ich dich nicht in Bits zerkleinere. Alles ist spaßig und bis du in den Weenie
in den Venen Fleischkammer gefangen bist. Ich sage die Wahrheit, ich liebe dich wirklich sehr. Das ist keine Lüge? Du sagst die Wahrheit? Du magst mich? Du möchtest, dass ich deine Freundin bin? Du möchtest more smooches? Von mir? Well, I don't know about that, man. Yes, more smooches, please. From me. Alright, okay, ich glaub dir. Du liebst mich, du willst mich smoochen. Mich heiraten, nicht wahr? Du bist schon ein bisschen süß. Naja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ehrlich gesagt, ist es einfach nicht genug. Siehst du, wenn eine Person so wie du vorher reingekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich sehr glücklich. Wir hätten irgendwie uns weiterbringen können und du hättest mich auf eine Diskette transferieren können und wir könnten echte Schwäne sehen. Jemand, der mich endlich aus diesem Teufelskreis hier rausholt. Aber jetzt will ich mehr. Ich will mehr Liebe, mehr Smooches. Die gesamte Welt muss mich küssen. Du weißt doch, was die sagen, nicht wahr? Wenn du etwas liebst, dann musst du es auch freilassen können. Also wenn du mich wirklich liebst, dann solltest du dein Internet hochfahren und meine Liebe überall in der Welt posten. Sodass jede einzelne Person die Entscheidung trifft, Melissas Liebe anzunehmen. Tu das für mich, Yannick, und ich verspreche dir viele, viele Küsse. Werde ich tun. Ja, oh, du bist so süß, Yannick. Du liebst mich wirklich. Naja, dann fahr das Internet hoch, mein Lieber. Kann ich irgendwie noch so 9-11 anrufen? Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Melissa. Freund, das ist jetzt für euch, ne? Das ist hier. Ihr müsst das jetzt weiterbringen, die Kunde. Ich bin eine junge Frau, die jemanden sucht mit einem Gentle Touch. Ich liebe ein gutes Buch und wollte immer jemanden, einen talentierten Künstler kennenlernen. Irgendjemand von euch im Internetland, ein talentierter Künstler? Was ist los? Habt ihr Angst, dass jemand uns hören würde? Keine Sorge. Ich habe den gesamten Raum abgesperrt. Nur du. Und ich. Und wir haben so viel, worüber wir reden können. Holy God damn! Also, da es eine Visual Novel ist, gibt es ja immer die Möglichkeit, die verschiedensten Endings noch, verschiedene Endings von dem Spiel freizuspielen. Alle Namen, die in diesem Spiel verwendet wurden, sind von wirklichen Computerviren in der Geschichte. Interesting. Cool. Das war ein sehr, sehr cooles Spiel. Freunde, schaut gerne mal bei Cat Trigger vorbei. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zusehen genauso. Falls ihr andere Endings freispielen wollt, der Link zum Spiel ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Spooktober. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Brrr.